Hallo Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal Hardware Deals, heute mal wieder zu einem neuen Video. Ich bin der Mo und dass ich heute wieder vor der Kamera stehe, hat einen ganz bestimmten Grund, denn vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video. Oder so eine Scheibe Sucuk. Sucuk und die auf die CPU drauf zum Grillen. Dann legen wir einfach eine Sucuk-Scheibe drauf und gucken, wie die kühlt. Ja. Ah ja, genau. Jaila. Sucuk. Tobi und ich wollten ein kleines Experiment machen bezüglich Wärmeleitpasten und da haben wir uns entschieden, Sucuk-Scheiben mit Kräuterbutter auf ein Mainboard und zwar auf genau dieses Mainboard hier zu packen. Legen wir die denn einfach hier so drauf, oder? Und wie gesagt, falls ihr das Video komplett gesehen habt, dann wisst ihr, dass das nicht ganz gut ausgegangen ist. Ich glaube, das war's dann. Das geht nicht mehr. Ja, und als Strafe hat uns Manu dazu verdonnert, die Fliesen mit der Zahnbürste zu reinigen. Nein, natürlich nicht. Wir werden nämlich heute dieses Mainboard hier, was wir zerstört haben, reinigen. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze dann auch wieder ordnungsgemäß funktioniert. Aber es war ja nicht nur das Mainboard, das so ein bisschen eingefettet wurde, sondern auch die CPU hier. Das ist eine Ryzen 7 5800X 3D. Die CPU kostet ca. 300 Euro. Das Mainboard kostet ungefähr 600 bis 700 Euro. Das heißt, Hardware in einem insgesamten Wert von ca. 1000 Euro funktioniert gerade nicht. Und das wollen wir natürlich jetzt in diesem Video ändern. Wir werden das Ganze reinigen und hoffen natürlich im Anschluss, dass das auch wieder ordnungsgemäß funktioniert, wie es davor auch der Fall war. Dieses Video wird euch präsentiert von den neuen Wireview GPU-Adaptern von Thermal Grizzly. Wireview ist ein PCI Express Stromadapter, mit dem man sich auch die Leistungsaufnahme anzeigen lassen kann. Wireview ist super einfach zu benutzen. Einfach nur das Stromkabel von eurem Netzteil in Wireview einstecken und dann Wireview in die Grafikkarte rein und schon ist das Ganze fertig und ihr könnt ganz easy die Leistungsaufnahme ablesen. Neben dem aktuellen Stromverbrauch kann man sich auch Ampere und Volt anzeigen lassen, sowie minimal und maximale Leistungsaufnahme und außerdem die durchschnittliche Leistungsaufnahme über einen gewissen Zeitraum. Ein weiterer Vorteil von Wireview ist natürlich, dass man hier so einen schönen 180 Grad Adapter hat und das Kabel dann auf der Rückseite von der Grafikkarte verläuft. Außerdem gibt es, wie ihr sehen könnt, Wireview wirklich für alle gängigen GPU-Anschlüsse, nicht nur für unseren 12 Volt High-Power-Anschluss, normal und reverse, sondern auch für einmal PCI-Express, zweimal PCI-Express 8-Pin und sogar dreimal PCI-Express 8-Pin. Für mehr Infos zu Wireview von Thermal Grizzly, klickt gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Wir haben uns jetzt mal ein paar Sachen besorgt, Platinenreiniger, dann haben wir noch etwas zum Nachspülen und ganz wichtig, die Zahnbürste. Auch sei vielleicht angemerkt, dass man vielleicht ein bisschen dazu neigt, Hardware mit Samthandschuhen anzufassen. Das ist natürlich richtig und man macht im Prinzip ja auch nichts falsch. Aber im Grunde genommen muss man dazu sagen, dass Hardware ein kleines Ticken robuster ist, als man denkt. Und von daher ist das schon auch völlig in Ordnung, wenn man da jetzt, wie gesagt, mal mit der Zahnbürste, natürlich jetzt nicht mit voller Wucht, sondern mit entsprechend ein bisschen Gefühl, über die Komponenten drüber geht. Und auch die Pins von den AMD-CPUs, natürlich, wenn die jetzt einen aus der Hand fliegen und auf den Tisch knallen oder auf den Boden, ist klar, dass sich die Dinger verbiegen. Aber wenn man das mit einer entsprechend gefühlvollen Art und Weise, beispielsweise mit der Zahnbürste, jetzt rübergehen würde, dann sollte da auch nicht allzu viel passieren. Ich bin jetzt ein bisschen mit dem Tisch runtergegangen, damit der Tobi auch eine einfachere Sicht hat hier auf das Ganze und damit ich auch ein bisschen ruhiger arbeiten kann. Ich fange jetzt mal mit der CPU an. Ich hoffe, Tobi, du bist bereit. Jetzt geht's nämlich los, die Action. Wir machen das hier ganz zart, ganz vorsichtig. Und ich gehe jetzt her, ganz leicht hier mit der Zahnbürste. Die Sache ist nämlich, man weiß nicht 100%, ob wirklich nun alles weg ist oder nicht. Weil ab einem bestimmten Punkt ist das nur noch so fein, dass man das gar nicht mehr so wirklich erkennen kann. Vielleicht doch einfach nochmal eine Ladung da drauf zünden, oder? Oh, ich weiß, es gibt so ein paar Stellen, die sehen ein bisschen merkwürdig aus, aber ich kann halt auch nicht 100% sagen, ob das aufgrund des Sucuk- und Kräuterbutterfettes ist, weil da gibt es so ein paar Stellen, die so leicht dunkler sind, so als hätte man kreisrunden Haarausfall. Gehe ich aber schon ordentlich darüber, oder? Schlecht wäre es natürlich, wenn ich die Zahnbürste hier hochnehme und die Pins sind alle irgendwie im 45-Grad-Winkel. Das wäre natürlich nicht gut. Wie findest du es, Tobi? Sieht auf jeden Fall nicht mehr so fettig aus wie vorher mal. Aber ich würde jetzt zur Sicherheit noch einmal drüber gehen und dann hätte ich gesagt, können wir uns auch langsam ans Mainboard machen. Weil aller gute Dinge sind... 3! So, wir machen jetzt auch einmal die dritte und letzte Ladung hier drauf, um auch wirklich sicher zu gehen. Jetzt haben wir noch die Spülung. PCB-Flush Leiterplattenspülung haben wir hier. Vielleicht solltest du davor auch mal noch die Anleitung lesen, Mo. Gibt es hier eine Anleitung? Hier steht nur ganz groß Gefahr.
Spezieller Schnellreiniger mit hoher Lösekraft zum Entfernen von Öl, Fett, Ruß und Sujuk. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu Handschuhe anziehen muss. Ja, warte. Das ist, glaube ich, geh dir mal die Hände waschen noch davor. Da ist irgendwie Aerosol und so drin. Ist doch gut. Aerosol ist doch nur Luft. Tobi, ich spüre meine Hand nicht mehr. Aber das hat schon ordentlich durchgezündet, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, der gute Einwand von Tobi hier, dass ich mir lieber Handschuhe anziehen sollte, kam natürlich irgendwann mal im Laufe des Videos jetzt, aber kam ein bisschen zu spät. Aber ich hoffe natürlich, dass mir meine Hand trotzdem nicht abfällt. Immer Handschuhe anziehen, wenn ihr mit sowas arbeitet. Ja, nehmt euch ein Vorbild an Onkel Mo und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter. Das hat was Erfrischendes irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob ich das einatmen darf oder nicht. Ich habe so ein paar Spritzer auf meinem Gesicht. Aber bei den Temperaturen ist es mir ehrlich gesagt egal. Nee, Leute, ich mache nur Spaß. Ein bisschen Humor, ein bisschen Sarkasmus. Ihr kennt uns. Spülen wir noch einmal. So, ich habe es jetzt in drei Richtungen mal gespült. Und ich würde jetzt sagen, wir lassen das jetzt so mal trocknen. Es ist natürlich aber immer ein bisschen schwierig zu sagen, ob das jetzt tatsächlich nur an diesen verfetteten Kontakten war und damit, dass der Pin keinen Kontakt zum Mainboard aufbauen konnte. Ob das eben der Grund war oder ob es die CPU generell gegrillt hat durch irgendeine Art von Kurzschluss oder sowas. Wir legen jetzt erstmal die CPU zum Trocknen und machen das Ganze auch mal mit dem Mainboard. Beim Mainboard ist jetzt die Problematik folgende. Dadurch, dass wir, als das passiert ist und das ganze Fett von der Sujuk und von der Kräuterbutter ja noch flüssig war, mussten wir den Sockel ja aufmachen, um die CPU rauszunehmen. Und jetzt kann es halt sein, dass das so ein bisschen vielleicht nochmal drunter gelaufen ist unter diesen Schließmechanismus. Wir werden zuerst das in der geschlossenen Art und Weise reinigen und danach mache ich es auf und reinige es dann nochmal. Wir gehen da einmal vorsichtig drauf. So. Ups. Ein bisschen zu viel. Ich denke, das sollte erstmal genügen. Wenn ich hier rüber streiche, dann sieht man ein bisschen so dieses milchige, fettige Zeug, das so nach außen getragen wird. Dann muss man natürlich jetzt so immer mal wieder so ein bisschen das Ganze abtupfen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut differenzieren kann, aber das sieht schon eher so ein bisschen bräunlicher aus, sage ich mal. Deutet, glaube ich, ein bisschen auf die Sujuk, die hier vor einiger Zeit ihr Unwesen getrieben hat. Ja, riecht nicht mehr so nach Sujuk, riecht eher nach Reiniger. Der Geruch ist schon ziemlich penetrant, muss man sagen. Die richtigen Profis gehen da wahrscheinlich einfach einmal mit dem Kercher drüber. Oder wie der Bauer und ab damit in die Spülmaschine. Aber der Roman hatte ja auch gesagt, sollte kein allzu großes Problem sein. Er hat mir ja so ein Video gemacht, wo er gezeigt hat, dass er die Mainboards in die Spülmaschine steckt. Aber da hatte er, glaube ich, gesagt, dass er den Sockel abdeckt. Und wir hämmern hier gerade mit der Zahnbürste richtig rein in den Sockel. Der erste Durchgang ist durch. Ich mache hier noch meinen zweiten Durchgang. So, rein mit dem Zeug. Ich glaube, die erste Spülung hat das Ganze so ein bisschen aufgeweicht. Und jetzt hier mit der zweiten Spülung kommt das so ein bisschen mehr an die Oberfläche. Und ich glaube auch nachher mit diesem Hochdruckspüler, da schießt es bestimmt auch noch mal ordentlich was raus. Ja. Das kann sein, ja. Ich habe mir jetzt hier was besorgt und da werden wir das jetzt spülen. Das erinnert mich ein bisschen an Breaking Bad, als sie da das Problem lösen mussten. Tobi, du machst mir Angst. So, ich sehe tatsächlich noch ein paar Stellen. Wir gehen jetzt auch noch ein bisschen so seitlich drunter, damit es auch unter dem Sockel da den Dreck auch wegtransportieren kann. So, sieht auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich besser aus als davor. Davor war das ja eine Katastrophe. Ich würde das Ganze jetzt zum Trocknen legen und dann testen wir das Ganze, probieren aus, ob es was gebracht hat. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Tag 2, Leute. Es ist getrocknet. Interessanterweise sieht man hier dennoch auf beiden Teilen noch kleine Verfärbungen. An den Mainboard-Sockel sehen wir hier auch noch leichte Verfärbungen. Ich kann jetzt natürlich nicht ganz genau sagen, woran das liegt, denn gesäubert haben wir die beiden Dinger hier ganz gründlich. Das Einzige, wie gesagt, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass das aufgrund des Salzgehaltes ist, denn die Sujuk hat auch einen gewissen Anteil an Salz. Bekanntlicherweise Salz und Elektronik, die verstehen sich nicht sonderlich gut. Deswegen kann es sein, dass das dadurch zustande gekommen ist und es ist natürlich auch fraglich, ob das Ganze funktioniert. Falls es nicht funktionieren sollte, kann das der Grund sein. Aber Wissen ist bekanntlich besser als Glauben oder Denken. Deswegen setze ich jetzt die CPU hier ein. So, zack, die ging sehr, sehr einfach rein. Zack, und drin ist sie. Jetzt bauen wir das Ganze aufs Testbench
Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Kühler ist auch dran. Ja, ja, ich weiß, er ist falsch rum. Das ist mir auch klar. Aber das ist völlig egal. Wir bauen hier jetzt kein optimiertes System. Außerdem ist es offen. Mir ist bewusst, dass er falsch rum ist. Ist ein bisschen schräg. Aber es geht ja einfach nur darum, um zu gucken, ob das ganze Teil überhaupt funktioniert, Leute. Aber ihr dürft mich trotzdem gerne roasten, wenn ihr möchtet. Aber innerlich will ich es eigentlich nicht. Sonst weint der wieder. Alle Kabel sitzen. Die Stunde der Wahrheit. Tobi, was glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie zwiegespalten, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Weil da die Flecken nicht weg sind, ne? Das ist so das große Problem. Ja, das denke ich auch. 1, 2, 3. Das Mainboard leuchtet. So, jetzt Start. 1, 2, 3. Es geht an. Der letzte Stand war ja, dass es nicht mal mehr anging. Ja, es ging nicht an. Jetzt geht er an. Das ist ein bisschen Disco-Kugel, Karneval. Oh. Wir haben Bild, aber wir haben keine Festplatte dran. Also er geht an. Ich bin überglücklich. Wir haben einen guten Job gemacht, Tobi, oder? Und das BIOS sagt New CPU installed, weil wir haben die so gut geputzt. Der denkt, es die ist niegelnagelneu. Die ist brandneu, ja. Also, ich mache kurz eine Festplatte dran, wir sehen uns gleich. Und wir sind reingebootet in unsere Test-SSD. Natürlich das allererste, was wir machen, wir gehen einmal in CPU-Z rein. Die CPU wird erkannt. All die anderen Daten sollten soweit auch eigentlich übereinstimmen. Wir können ja hier einmal so ein bisschen durchgehen, das ist ein Mainboard. Dann hier natürlich Memory, also die Anbindungen, die scheinen auch zu funktionieren. Wir haben hier zweimal 8 GB DDR4-Kits drin. Öftermals ist es tatsächlich so, dass selbst wenn jetzt der PC starten sollte, man nicht 100% sagen kann, ob auch wirklich alles funktioniert. Denn selbst wenn mal ein Pin von der CPU irgendwie kaputt sein sollte oder man den beispielsweise abzwickt oder so, kann es trotzdem sein, dass es startet. Bedeutet aber noch lange nicht, dass er auch wirklich das volle Potenzial liefern kann. In der Regel sollten wir hier mit dieser CPU Ryzen 7 5800X 3D ungefähr im Multicore eine Punktzahl von, ja, Pi mal Daumen 14.000 erreichen. Und wir werden natürlich jetzt gleich mal sehen, ob das der Fall ist. Ja, 13.800, das kommt so ganz grob hin. Das sollte passen. Und jetzt schauen wir uns auch am besten nochmal Prime 95 an, denn das war ja im Prinzip das Programm, das mit der Studio diese CPU und das Mainboard ja flachgelegt haben. Natürlich machen wir hier den Torture-Test. Also wir sehen hier auf jeden Fall, dass es hier im Torture-Test in Prime 95 maximal bei 4 GHz ist. Wir sehen hier auch, dass es ein All-Core-Takt ist. Was wir hier auch sehen, ist natürlich hier Throttling-mäßig. Es scheint hier auch alles in Ordnung zu sein. Also ich sehe hier jetzt auf den ersten Blick keine großen Anomalien. Hier auch insbesondere bei der Stromaufnahme. Das scheint alles in Ordnung zu sein. So sieht es jedenfalls aus mit Prime 95. Also alles im grünen Bereich. Cinebench haben wir auch getestet. Da kommen wir auch ungefähr auf die Punktzahl, die das Ding auch im Normalfall leisten sollte. Bleibt uns schlussendlich nur noch zu sagen, dass abgesehen mal von diesen Flecken, die noch drauf sind, vielleicht habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte. Liegt es vielleicht tatsächlich am Salz oder kann es irgendeine andere Art von Verfärbung sein? Was meint ihr? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wirklich sehr, sehr froh, dass das Ding jetzt im Endeffekt dann doch funktioniert hat und auch leistungsmäßig sich da nicht großartig viel geändert hat. Wir haben heute hier Hardware im Wert von ungefähr 1.000 Euro. Gerettet tatsächlich, es funktioniert wieder und es war natürlich auch sehr, sehr interessant zu sehen, dass Hardware tatsächlich derart robust ist, also dass man damit eben mit einer Zahnbürste so rübergehen kann und nach all den Strapazen, was das Ganze erlebt hat, auch wieder funktioniert. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen konntet aus dem Ganzen. Ja, und falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und ich hoffe natürlich, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Tschüss! Oh, Haftbefehl! Chao muss wissen, wer der Babo ist. Haftiabi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi-Arabien, Mami, Mami.